Die neue Marvel-Produktion Echo war eine dieser Serien, die mich persönlich im Trailer wirklich interessiert hat. Alle 5 Folgen Anfang Januar, das kann doch nur was Gutes werden. Und dann auch im Stil von Daredevil mit Wilson Fisk vom gleichen Schauspieler verkörpert. Was es am Ende wurde, das besprechen wir heute in der ehrlichen kleinen Kritik. Are the same. So. Who's the monster? Und damit auch hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Serienkritik hier auf FilmBuddy. Heute wollen wir über Echo sprechen. Eine Serie, die mich zum Anfang auf jeden Fall unglaublich interessiert hat, weil ich einfach wissen wollte, was Marvel jetzt hier daraus macht. Das ganze Jahr ist im Marvel Spotlight das erste Mal rausgekommen. Das ist quasi eine neue Untermarke von Marvel, die quasi in sich geschlossene Handlungen erzählen soll, ohne dass man jegliche andere Serien oder Filme irgendwo kennen muss. Echo, für die Leute, die die Heldin nicht kennen, kennen wir schon seit Hawkeye. Das ist eine Serie, die 2021 herausgekommen ist. Hat so ein bisschen was von Weihnachtsserie und Co. Und da hatte Echo auf jeden Fall einen kleinen, ja, Nebencharakterauftritt über mehrere Folgen. Echo an sich ist eine Anti-Heldin im Marvel-Universum und ist besonders dadurch herausstechend, dass sie taub als auch stumm ist. Das heißt so ein bisschen das Gegenbeispiel zu Daredevil, der ja nicht sehen kann, aber unglaublich gutes Gehör hat, als natürlich auch normalerweise sprechen kann, kann Maya das halt nicht, hat deutlich aber durch die Sicht und durch sehr viel Feingefühl, wie wir später noch einmal lernen werden innerhalb der Serie, die Möglichkeit trotzdem unglaublich potent im Kampf zu sein. An sich ist Echo also ein sehr spannender Charakter, insbesondere wenn man sich mal angeschaut hat, wer so ein bisschen hinter dieser Serie steckt. Und da merken wir auch, das kann sehr stark in Richtung Daredevil gehen und das war vorab auch so kommuniziert, auch in den Trailern, wo wir nicht nur den alten Wilson Fisk Darsteller, den ich übrigens sehr mag, auch wieder in dieser Serie sehen, sondern halt auch eine Machart, die eher rau, brutal und direkt ist, anstatt das ja sehr, sehr freundlich und teilweise sehr, sehr lustige Marvel, was wir in den letzten Jahren ja eigentlich auch oftmals lieben gelernt haben, aber mittlerweile geht das Ganze halt ein bisschen, ist es sehr oft sehr, sehr drüber und vor allen Dingen auch nicht mehr irgendwo sympathisch geschrieben, sondern, und das habe ich schon in anderen Videos gesagt, manchmal ist halt einfach Kacke dabei. Sagen wir, wie es ist. Also in Echo reingeschaut, 5 Folgen gibt es, alle auf einen Schlag quasi erschienen. Und das, was ich euch auf jeden Fall sagen kann über Folge 1 ist, vergesst dieses Spotlight-Ding. Ihr müsst auf jeden Fall einige Serien wie Hawkeye kennen oder aber Daredevil, um wirklich alle Referenzen hier zu verstehen. Ich glaube, für die Leute, die die Serie nicht geschaut haben, kann es ein bisschen schwer werden, insbesondere dieser Geschichte zu verfolgen. Denn Folge Nummer 1 dient größtenteils dazu, ihre Kindheit bis hin zu ihrem Stand jetzt nachzuerzählen. Und für die Leute, die die Serien gesehen haben, für die war eigentlich echt was richtig Gutes dabei. Insbesondere die Kampfszene, die haben wir schon angeteased im Trailer gesehen, mit Daredevil, war ein absolutes Fest und ich habe mich wieder daran erinnert, warum ich die alte Daredevil-Serie von Netflix so unglaublich mag. Das knallt, das sieht gut aus und das ohne, dass irgendwelche Gebäude oder Explosionen dabei sind, das ist einfach rohe Bildgewalt und das macht Spaß beim Anschauen. Und dementsprechend hatte ich nach Folge Nummer 1 auf jeden Fall doch relativ viel Spaß und vor allen Dingen Hoffnung, dass sich das weiterzieht. In Folge 2 merkt man aber das erste Mal, es wird sehr viel geredet. Das heißt, die Leute stehen in einem Raum, X sagt das, Y sagt das, okay, so geht's weiter. Die Action, die bleibt da so ein bisschen auf der Strecke. In Folge 3 wieder haben wir auch viel reden, aber wieder eine Action-Szene, die mich so ein bisschen vom Hocker gehauen hat, wo ich gesagt habe, das ist das, was du sehen möchtest. Deswegen schaust du die Serie. Und dann kam Folge 4 und 5. Und jetzt kommt der kleine Kniff bei dieser Serie. Denn, und das ist jetzt ein Spoiler, eher in welche Richtung das Ganze geht und nicht inhaltlich, es geht so in Richtung Übernatürlichkeit. Echo nicht nur mehr mit ihren normalen körperlichen Fähigkeiten, sondern etwas, was darüber hinausgeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Serie für mich so ein bisschen an Reiz verloren. Das, was an dieser vielleicht schon kleinen Brutalität und teilweise dieser rohen Kraft, die teilweise in den Kampfszenen steckte, die blieb auf einmal aus. Folge 4 ist so ein bisschen dahingeplätschert. Man hat nochmal abgewartet, kriegen sie irgendwo die Wende? Es hat sich okay aufgebaut, weil du auf einmal eine Native American dabei hast, also eine neue Bevölkerungsgruppe, die du so im Marvel-Universum noch nicht beleuchtet hattest. Und die Chance habe ich denen dann auch für die letzte Folge Nummer 5 gegeben.
Und da muss ich sagen, hat man mich ein bisschen enttäuscht. Selbst der letzte Kampf war irgendwo deutlich schlechter als das, was wir in Folge 1 und Folge 3 gesehen haben. Es hat mich persönlich sehr enttäuscht. Insbesondere diese Übernatürlichkeit war irgendwie komplett überflüssig, möchte man fast schon sagen. Also die hat man da reingepackt, hatte ich das Gefühl, einfach damit man das da reingepackt hat. Und dass die Native, also die Ureinwohner Amerikas da nochmal repräsentiert werden. Und versteht mich nicht falsch. Ich fand den Aufbau, wie gesagt, in Ordnung, auch mit dieser Mystifizierung davon und den Legenden der Ureinwohner, die dann so ein bisschen damit eingearbeitet wurden. Aber das, wie sie es aufgelöst haben, irgendwo ist es das nicht wert gewesen. Schauspielerisch muss man sagen, die Schauspielerin von Echo, beziehungsweise Maya Lopez, heißt sie ja dann als Charakter dort, hat nicht scheiße geschauspielert, war aber auch nicht wirklich gut. Außerdem Wilson Fisk, sein Schauspieler, Vincent, irgendwas heißt er, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, vielleicht blende ich sie euch gerade ein, war wieder super. Ich mag ihn total. Er wird, umso länger er Kingpin spielt, immer besser. Und alle anderen, naja, die plätschern halt alle vor sich hin. Das heißt, last but not least, es gibt wirklich geile Highlights dabei. Und ich möchte diese Serie wirklich mögen. Es fühlt sich aber wie eine Serie an, die wahnsinnig viel Potenzial hat liegen lassen. Einen Wendepunkt von Marvel war es an dieser Stelle nicht. Es lässt sich wirklich gut anschauen, aber macht euch darauf gefasst, dass ihr am Ende vielleicht so ein bisschen enttäuscht seid. Da wäre so viel mehr drin gewesen. Und ich hoffe, in zukünftigen Marvel-Produktionen wird halt, insbesondere wenn es in Richtung Daredevil wieder geht, besinnt man sich auf weniger reden, mehr zeigen, mehr machen und die Qualitäten hervorheben, nämlich interessante Storylines, die wirklich spektakulär enden, ohne viel Trara und CGI, sondern wirklich einfach nur gut choreografierte Kämpfe. Dass man sich darauf wieder besinnt, denn Echo hatte diese Ansätze, hat sie aber leider nur nicht zu Ende geführt. Von mir gibt's wahrscheinlich 6 von 10 Punkten mit einer potenziellen Tendenz nach oben, je nachdem, wie euch die Thematik interessiert. Ansonsten solltet ihr den Kanal abonnieren. Wir reden nächste Woche über Reacher, eine Serie, die mich per se wahnsinnig abgeholt hat. Und da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen auf Amazon vor ein paar Wochen und die fassen wir mal zusammen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Anschauen, abonniert den Kanal und guckt doch einfach mal hier vorbei. Euer Buddy.